Ja, und damit begrüße ich euch herzlich, wie schon angekündigt, zu meinem Let's Play von Tomb Raider Anniversary, das 2007 veröffentlicht wurde von Eidos und entwickelt von Crystal Dynamics. Da haben wir sie. Ich komme immer ganz durcheinander bei den ganzen Publishern und Entwicklern, die dieses Spiel jetzt schon hat und hatte. Wir starten einfach mal ein neues Spiel. Das ist ein Remake zu Tomb Raider 1, das 1996 rauskam. Schwierigkeitsgrad, schwer. Wir starten. Meiner Meinung nach ein wirklich gelungenes Remake. Kalkutta, Indien, 1996. Hallo, ich bin Larsen. Ich habe erfahren, dass Ihr neues Spiel bald rauskommt. Ja, es ist mein erstes. Was muss ein Mann tun, damit Sie ihm solche Beachtung schenken? Große Füße haben? Wenn verdammt Sie diese große Art von Beachtung wollen, Larsen, sind Sie auf dem richtigen Weg. Yay. Klingt verlockend. Aber ich möchte Ihnen nur jemanden vorstellen. Darf ich vorstellen? Jacqueline Nadler, Präsidentin von Nadler Technologies. Guten Tag, Miss Croft. Meine Forschungsabteilung widmet sich seit einiger Zeit dem Studium antiker Artefakte. Und ich bin der Meinung, dass Sie genau die richtige Frau sind, um sie für mich aufzuspüren. Ich fürchte, Sie irren sich. Für mich ist das Ganze ein Spiel. Genau deshalb wende ich mich an Sie, Miss Croft. Dieses Spiel haben Sie schon gespielt mit Ihrem Vater. Oder haben Sie nicht jahrelang nach dem Sion von Atlantis gesucht? Alles, was Ihnen damals fehlte, war Qualupex Grab. Sie haben Vilcabamba gefunden? Wann können Sie in Peru sein? Sofort. Also nach diesem Ladebildschirm dort. Fast sofort. Vilcabamba bleibt ein Rätsel. Und meine Entschlossenheit, trotz aller Misserfolge weiterzusuchen, drückt die Moral. Ich denke, dass Jenkins für den Aufruhr verantwortlich ist. Er will einfach nicht akzeptieren, dass Atlantis das Fundament aller uns bekannten Kulturen war. Es wird immer deutlicher, dass offenbar nur Lara vorurteilsfrei und aufgeschlossen genug ist, dieser Tatsache ins Auge zu sehen. Obwohl sie eine Sonnenbrille hat. Yay. Menno, weißt du, wie viel so eine Leiter kostet? Kannst du dir das vorstellen? Dein gesamtes Jahresgehalt wahrscheinlich. Das Schlimme ist, ich habe wahrscheinlich recht. Ich komme da schon irgendwie rauf. Ihr glaubt doch nicht, dass Lara ihre Mitarbeiter schön bezahlt. Mit den Bewegungstasten können sie sich bewegen, das hätten sie niemals erwartet. Jopp, anders als damals das Spiel, also anders als Tomb Raider 1, starten wir nicht in der Höhle, sondern praktisch außerhalb von ihr. Hier wird uns dann beigebracht, wie wir uns bewegen. Und wenn ihr denkt, dass diese Textnachrichten dort danach weg sind, weil die Entwickler glauben, dass wir es gelernt haben, dann irrt ihr euch. Ups. Ich hab's offenbar nicht gelernt. Das haben wir gleich. Nicht schlimm. Das kann jedem mal passieren. Selbst einer ausgebildeten Archäologin wie Lara. Das hier ist ziemlich früh in ihrer Karriere, deshalb hat sie noch nicht gelernt, sich festzuhalten. Und nicht in Abgründe zu springen. Aber wenn ich sie spiele, hat sie es nie gelernt. Und wir haben unseren schönen Haken hier. Den wir aus Tomb Raider Legends schon kennen und ich liebe ihn. Ups. Gebirgshöhlen. Speichern Sie nach einem Kontrollpunkt manuell, werden Ihre Fortschritte bis zum nächsten Punkt gespeichert. Das heißt, es wird automatisch gespeichert, aber nur wenn wir manuell speichern. Könnt ihr euch vorstellen, was für ein tieferer Sinn hinter der Aussage steckt? Nein, ich auch nicht. So, ja, ich bin jetzt hier über diese Schräge hochgegangen. Ich habe in dem Moment gar nicht nachgedacht. Normalerweise wäre man hier draufgesprungen und dann hier und dann via Haken da hochgekommen und es ist so kompliziert. Wir drücken den Schalter. Es ist schwarz. Oh mein Gott, Augen! Ah!
Überlegt euch mal, wäre das Maul von diesem Wolf nur einen Meter größer gewesen, dann wäre uns so viel erspart geblieben. Aber Lara hat Rotkäppchen gerettet und wir machen uns auf in ein großes, mysteriöses, sagenumwobenes Abenteuer. Schön auch an dieser Stelle, dass Lara da draußen nicht kalt war. Ich meine, davon gehe ich jetzt aus. Ihr Kleidung mäßig, ne? Hui! Die Druckplatte, die aktiviert wird, bevor sie gedrückt wird. Und ganz viele böse Pfeile. Oh nein! Es gibt hier wie in allen Tomb Raider-Teilen Secrets und wie in allen Spielen gilt von meiner Seite aus. Ich versuche sie alle zu finden, aber ich kann nichts garantieren und ist auch nicht mein oberstes Ziel. Das war gerade ein bisschen dumm. Würdest du bitte dahin springen, wo ich dich haben möchte, nämlich da oben. Denn da liegt, glaube ich, schon das erste Secret. Kann aber auch sein, dass es nur ein Medipack ist. Ich bin mir eigentlich ziemlich sicher, dass es ein Secret ist. Hui! Yeah! Lara, spring, wenn ich dir sage, du sollst springen. Und auch wenn ich dir nicht sage, du sollst springen. Du sollst einfach nur springen. Baumstammgehorsche. Oh, Tastatur! Gut. Ich bin die Tastatursteuerung mal wieder nicht gewöhnt und ich war bisher zu faul, um meinen Controller zu holen, wie auch schon in Legend. Deshalb gehe ich halt den langen Weg. Der im besten Fall ein bisschen länger ist als lang. Also praktisch fast schon so lang wie kurz. Yay! Zu früh! Stell dir mal vor, ich wäre eben zu spät gewesen und jetzt zu früh. Das wäre so eine Ironie des Schicksals oder wie auch immer ihr den Kack nennen wollt. Wuhu! Und willkommen zurück hier oben. Ich habe euch das da unten jetzt mal erspart. Glaubt mir, ihr werdet noch genug mit mir leiden können und so eine Dummheit wie da unten. Okay, da oben ist kein Secret. Ich habe mich geirrt. Es gibt dort oben gar kein Secret. Auch dieser Baumstamm existiert nicht. Das Secret da oben existiert überhaupt nicht. Selbst Lara existiert überhaupt nicht. Oh doch, das tut sie. Wenn sie nicht existierte, wäre das natürlich eine schöne Botschaft, eine frohe Botschaft. Die Engel kämen, Sterne würden im Himmel erscheinen und zur Geburt des Kindes locken. Aber sie tun's nicht, deshalb existiert Lara. Die Sterne haben die Schuld, die Engel sind die Programmierer und gleich kommen Fledermäuse. Diese Fledermäuse hatten beim Entwicklungsprozess dieses Spiels einen ganz besonderen Sinn und Zweck. Sie haben nämlich den Entwicklern vom örtlichen Fastfood-Restaurant, keine Schleichwerbung, Speisen gebracht. Ganze Scharen an Fledermäusen sind durch die Luft geflogen. Mit Burgern in der Hand. Also mit Burgern mit U, nicht mit Ü-Burgern. Das wäre gemein. Stirbt! Hallo? Die halten ziemlich viel aus. Also ich meine, ist nicht viel, aber mehr als ich jetzt im Kopf hatte. Hängen Sie an einem Haken, halten Sie E und drücken Sie anschließend oben oder unten. Ja, erzähl das mal im Fisch. Alles klar, hier rüber. Was ihr sicherlich schon merkt, ist, dass im Vergleich zu Tomb Raider Legend, falls ihr das gesehen habt oder kennt, was ich hier hoffen will. Wo muss ich hin? Vermutlich, ja, okay, da unten. Und dann komme ich jetzt hier heil runter. Das im Vergleich zu Tomb Raider Legend oder... Ja, im Vergleich zu Tomb Raider Legend alles verdammt still ist. Wir haben keinen, der uns ins Ohr flüstert oder ins Ohr schreit beinahe schon. Keine großen Explosionen, keine tausenden menschlichen Gegner. Es ist ein Remake vom ersten Teil und der erste Teil war extrem ruhig. Was für ein Kommentator durchaus positiv sein kann. Was durchaus auch was ist, was mir irgendwie an dem Spiel gefällt, weil
das dieses Gefühl der Isolation verstärkt. Ja, komm, Marco. Alles klar. Gefühl der Isolation. Man merkt, dass ich ein Kellerkind bin, oder?